Yeah. Lauf. Mir lässt euch nicht erlautschen. Passt er überhaupt durch die Tür durch? Passt er gar nicht durch. Krabbelt er rüber? Da wird von der Seite rüberkommen. Ja. Lass mal die zwei ausschalten hier. Ja. So, ich lande auf dem Dach hier bei uns. Wir haben hier auch ein bisschen was. Ich zeige mal die anderen Dinos eben auch nochmal. Jetzt, wo wir gerade schon hier sind. Wir haben nämlich einiges getamed. Und zwar haben wir hier zwei Parasaurier. Auch schöne Tiere. Und da ist eigentlich unser Prunkstück, finde ich. Also das war wirklich, da kann Kater nochmal, also das war ein harter Kampfkater, ne? Unser Bronto hier. Oh ja, die wäre uns bald verreckt. Ja. Passt auf, wenn es in der Nacht kalt wird. Die hatte kaum noch Leben, die ist fast erfroren. Ja, und kann auch schon wieder leveln. Ja, also müsst ihr ja wirklich aufpassen, wir waren in der Schlucht. Beziehungsweise ich war weg zwischendurch. Kater hat sich darum gekümmert und das Viech wäre fast verreckt, weil es kaum noch Leben hatte. War, glaube ich, 1% oder so, glaube ich, noch, ne? Also. Ja, es war kaum noch was zu sehen im Kreuz. Also, ja. Es war wirklich bloß noch ein Millimeter Leben da. Ja, du musst noch 50 Leben von, wie viel hat sie? 2.500, 3.000 oder wie viel? 3.100 aktuell. Naja, 50 hat sie noch gehabt, 56 und noch was genau zu sein. Das ist schon heftig, ja. Naja, das war ganz knapp. Ja. Mittlerweile ist sie Level 20. Muss man auch sagen, hat sich gut gemacht bei uns. Wir können leider noch keinen Sattel craften dazu. Als mobiles Zwischenlager zu gebrauchen. Ja, definitiv. Dann wundere ich mich gerade. Achso, hier steht noch einer von unseren vielen Dilos hier. Ja, mobiles Zwischenlager. Ah, Schotek reitet auch schon auf einem von unseren kleinen. Wie heißt der Schotek, der Kleine? Skorpion? Ne, warte mal, ganz anders, gell? Ne, ich meine jetzt ein Skorpion. Also, das ist ein Skorpion. Aber ich überlege jetzt gerade, wie du ihn genannt hast. Warte mal, achso. Teutates. Ein Teutates. Ja, kann auch sehr gut Gegner betäuben, ist auch manchmal gar nicht so verkehrt. Können wir ja mal testen, gell? Ich bin kein Gegner. Warte. Haben wir dich getroffen? Nein, hast du. Nein, hast mich immer noch nicht getroffen. Pass mal. Es kann auch sein, weil wir in einer Dings wird nicht funktionieren. Das ist auch, wenn sie alle auf einen Haufen stehen und du beißt rein auf irgendein Gegnertier und die nehmen keinen Schaden. Du kannst nicht auf irgendjemanden beißen, wie es aussieht. Ja. So, bevor ich aber unser wirkliche Schnuckelchen zeige, also erstmal kommen jetzt die Kanos. Hier ist mein Skorpion. Das ist nämlich Sub-Zero. Habe ich ihn genannt? Oder kann auch leveln? Sehr schön. Was gebe ich dem Guten denn mal? Ich glaube, er kriegt noch ein bisschen mehr. Ah, er kriegt ein bisschen mehr Leben. Das ist Sub-Zero hier. Und wir gehen jetzt nochmal zu unseren beiden Kanos rüber: Hades und Perseus. Jeweils Perseus ist Level 41 und Hades ist Level 26. Können mittlerweile auch geritten werden, wie wir eben gerade schon mal kurz gesehen haben. Dann haben wir hier noch Katas Prunkstück, was das Farming angeht. Den Reik. Ja, der gute alte Reik. Das war die erste Farmmaschine. Das war die erste Farmmaschine. Und sie war da ausgedient, aber ich mag ihn. Ja, ich will ihn noch nicht los. Ich will ihn noch nicht abgeben. Ich komme jetzt zur zweiten Farmmaschine, mit der wir wunderbar Beeren farmen können. Das war aber auch ein harter Kampf mit Reik, ne? Da waren wir noch ziemlich unerfahren, glaube ich, als wir den erlegt haben. Ja. Wo ist denn die Zeit? Den habe ich mit der Hand niedergeschlagen, aber auch bloß aus Glück, weil er zwischen dem Baum und dem Stein festgepackt war. Einfach nur Glück gehabt mit einmal, ihm. Das war Handarbeit. So, hier sitzen wir jetzt auf Herkules. Aber es ist gut, dass wir Reik haben. Also ich bin froh über Reik. Und wir reiten Herkules jetzt mal rein. Herkules ist nämlich unser Stegosaurus. Also eigentlich ist es Showtek Stegosaurus. Weil der hat die meiste Zeit ihn getamed. Und mit Herkules kann man richtig schön mit dem Schweif hinten, mit dem Schwanz, richtig schön Bären farmen. Das ist, also da kriegt man so viel Stacks an Bären raus, das ist unfassbar.
Also wenn ihr einen Stegosaurus habt... Wenn ein Triceratops zwischensteht, stört ihn auch nicht. Nee, der haut einfach alles weg. So, dann haben wir hier noch unsere kleinen Lasttiere, die ab und zu auch mal mitkommen. Hugo und den Schnüffler hier. Das sind die Vorläufer vom Elefanten, ne? Auch wenn sie ziemlich klein sind. Jo. Ja, die sind im Prinzip so ein bisschen, also keine Allzweckwaffe will ich nicht sagen, aber sie sind auf jeden Fall... Übungstierchen. 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 Genau. Würde ich mal sagen. Ja. Ja, Übungstierchen für Nubis, genau. Und können halt ein bisschen was schleppen auch, also wenn man mal Holzhacken geht, dann kann man mit denen ganz gut arbeiten. Dann haben wir hier noch Emma. Emma ist unsere kleine Schildkröte. Ne, Emma? Ja, ne? Ja, gib mir mal ein Küsschen. Ja, ich kraule den Kopf. Frisst gern Haie? Ja, die Emma frisst gern Haie. Das kann sie sehr, sehr gut. Hat auch schon einen kleinen Sattel. Kann man auch schön drauf reiten. Meine dumme Frage. Emma ist hier, Schildi ist hier. Gibt es einen Horst überhaupt noch? Wo ist Horst? Steht, glaube ich, noch hinten am Wasser. Beim Hai. Doch, im Wasser, beim Hai. Ja. So, warum habe ich jemanden vergessen? Ich habe die Flugsaurier, habe ich vorgestellt. Und so eine ganze Hai vergessen. Die Dylos, ja. Hier haben wir jede Menge Dylos. Hier ist der Dollar, hier ist Showtex Yoda. Dann haben wir hier meine Chantal. Auf Level Wachhunde. Ja, das sind die Wachhunde. Dann haben wir noch Banane, der uns auch mal mitspielt. Thelma, oder Thelma, wie heißt die Thelma? Udo, Todd. Dann haben wir Showtex R2D2. Und Chewbacca. Und Chewbacca. Ja, der naja, das war jetzt nicht so der Brille, aber egal. Ja, egal. Ich brauche wieder mal. Ja, das vielleicht? Das klingt schon besser, ja. Ja. Wir haben auch hier noch eine kleine Bewässerungsanlage gebaut, bevor ich jetzt gleich das Highlight, also mein persönliches Highlight zeige. Mein persönliches Highlight. Ach so, die Dodos! Mensch! Krasses Dodo-Anlage. Wir hätten da geklopft. Meinst du die ganzen Dodos, wo die ganzen Kerle jetzt keine Eier mehr geben? So ein Mist. Jemand hat die Tür verriegelt hier. Ich komme nicht rein. Echt? Geht doch. Ja. Hier sind die Dodos. Florian Stinker ist hier. Was kriegt denn der? SS Inventory. Die legen Eier. Eier kann man sehr gut essen. Aktuell haben sie doch keine andere Verwendung. Die schlüpfen auch nicht. Aber nach dem letzten Patch sollen die Kerle keine Eier mehr legen. Was? Meistens sind da drin Kerle. Ach, die Kerle sollen keine Eier mehr legen. Ja, vorher haben die auch so die Kerle Eier gelegt. Das stimmt. So, der Stinker ist hier, dann ist hier noch The Dodo. Ich glaube, der ist von Enno. Da haben wir Florians Arschloch hier noch, ist auch ein Mann. Ich habe auch nur Männer hier, ne? Ich glaube, die muss ich bald mal zu Fleisch verarbeiten. Schade, was ist denn hier noch? Frieda? Ach, das ist ein Weibchen. Die kann auch leveln. Und was haben wir hier noch? Tick, ist auch ein Männchen. Und... Der Schorschi. Oh, geh der Schorschi. Geh zurück, Flo. Geh zurück. Ja, bin ich doch. Geh zurück. Jetzt kann ich raus, ne? Ja, in nach dem... Schulter geht sehr lieb von mit den Tieren um, wie man sieht. Oh ja. Ich kann die Tür auch nicht zumachen, toll. Ich verstehe aber nicht, ich hab nichts gesetzt, da. Personal Owner Schultek. Warte mal. Unlock. Jetzt bist du jetzt offen, oder? Ja, jetzt kann ich sie auch machen, ja. Sehr schön. Das funktioniert jetzt auch. Gut zu wissen. Ja, also wenn du Tür einbaust, musst du aufstehen, weil die zugesperrt ist. Also kann nur der auf und zu machen, der was einbaut. Ja. Das ist gut zu wissen. Da haben wir hier noch unser kleines Pflanzenbeet, was auch automatisch bewässert wird über eine Steinbewässerungsanlage. Mehr konnten wir uns noch nicht leisten. Nee. Wir haben ein bisschen Beeren haben wir hier drin. Hier wachsen Karotten. Hier wachsen Zitronen. Nee, das sind keine Zitronen, oder? Das waren... Zitronen, oder? Doch, Zitronen, ja. Zitronen haben wir noch drin. Und ein paar Narkobären. Bei Narkobären hatten wir zum damaligen Zeitpunkt ziemlich viele Schwierigkeiten mit. Unsere kleine Kompostanlage. Man soll ja vielleicht erwähnen, also die ganzen Gemüsesachen, also die Saatdinge, da gibt es dann später bei den Dinos, also was mir jetzt aufgefallen ist, so Rezepte. Ja. Dinos killt oder so, dass halt die Früchte dazu da sind. Ja. Und auch die Eier, denke ich mal, dass da irgendwann mal so Früchte kommen, wo man die Dodo-Eier hernehmen kann. Das kann gut sein, ja. So, aber wo ist denn jetzt mein persönliches Highlight? Moment. Welches Highlight? Na, ich möchte noch einen Dino, habe ich noch nicht vorgestellt. Das wäre? Na, wo ist sie denn? 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 Mir der D. Ja.
Gute Frage, nächste Frage. Ist mein kleiner Liebling. Wo ist denn Miradé? Miradé? Da ist ein... Ach, da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Hier ist Miradé. Miradé ist ein Level 48 Raptor. Und die gute hat ein Melee-Damage von 442%, 1073 Leben, 306 Stamina. Also, das ist eine Killermaschine. Ich laufe jetzt mal mit ihr mal einmal los und kill mal irgendwas, was mir über den Haufen läuft. Nicht vielleicht unbedingt Schontek. Aber, die hat schon. Die legt sich ja auch mit, ich würde sagen, 10 Trikes an, ohne Schwierigkeiten. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ich brauche immer was sich verteidigt. Schau doch ins Jagdgebiet hinter. Ja, laufe ich gerade rein. Also Miradé hat schon einiges mitgemacht, sie ist einige Male verschwunden. Aber zum Glück hat Kater sie wiedergefunden. Danke, Kater. Na gut, Level 2 Trike, da weiß ich 3, 4. Und man sieht, sie verliert kein einziges Stück Leben. Und hat ihn jetzt schon geschlachtet. So, was haben wir noch hier? Da kämpft noch ein Trike mit dem Raptor. Ah, das ist bestimmt Mate Boost, oder? Ich hole mal ein bisschen Mate Boosted Power her. So, komm. Hier nochmal einen anbeißen. Den beißen wir auch nochmal an. So. Kommt her, ihr Trikes. So, und ich lasse mich jetzt hier schlagen, ohne dass ich irgendwas mache. Und Miradé interessiert das einfach gar nicht. Null. Die verliert nicht mein Leben. So. Gut, waren jetzt auch ziemliche Low-Level-Trikes. Aber. Na, einer will noch was hier. Da läuft ein Parasaurus weg. So, sehr schön. Ja, und es gibt Leder. Sehr schön. Und was auch neu ist, sein letzten Update, bevor ich mich gleich verabschiede von Shotek und Kater. Der Moonwalk. Yeah! Wir können nämlich rückwärts laufen. Ja. Geil, ne? Aber rückwärts fliegen geht nicht. Nee, hast du schon getestet? Voll dabei. Mist. Schade, das wäre zu einfach. Ja, wir machen nochmal einen kleinen Inselrundflug, glaube ich. Ich hätte ja gerne Herrn Fliege genommen, aber der ist ja leider nicht mit. Das heißt, wir müssen als nächstes Schurik nochmal einen neuen... Fluxaurier. Nein, Fluxaurier, ja.